So, meine lieben Freunde, ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, weil es so verdammt heiß in meinem Zimmer ist. Aber ich habe jetzt einfach mal mein Fenstersperre weit aufgehobt und riskiere jetzt einfach mal, dass ein Krankenwagen vorbeikommt und es laut sein wird. Aber ich habe gerade so Bock zu spielen. Es macht gerade so viel Spaß. Zäh, so fällt da keinen guten Grund hast. Bist du. Ah, beste Wolle, optimale Wolle, allerbeste Wolle. Nur das Beste. Mmh. Ach, Katharina. So. Okay, kümmern wir uns mal um die anderen. Naomi ist, glaube ich, nicht so anspruchsvoll. Wie kann dieser Anhänger hier sein? Wie? Das macht doch keinen Sinn. Also, können wir das Anliegen jetzt abgeben? Danke, ich bin mir sicher, dass die Textilverkäuferin sich sehr freuen wird. Diese Wolle ist sehr flauschig. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sehr schön. Es ist eine gute Idee, mich an dich zu wenden. Du warst sehr hilfreich. Ich mag Naomi. Sie ist zwar ein bisschen blöd, wenn sie mit dem Kind geht, aber sonst ist sie eigentlich ganz nett. Regenbogenforelle bekommen. Und ein bisschen Geld. Nett. Was geht bei dir so, kleiner Mann? Hey, du. Du kannst die Sachen besorgen, oder? Ach ja, er wollte ja Spinat haben. Und Milch. Oder was? Brokkoli? Das war, glaube ich, Brokkoli. Wow, das ist ein seltenes Erz, das du da hast. Warum lässt du es nicht verarbeiten? Ja, mach ich doch gleich. Chill mal. Ja, ich möchte das bitte gerne geben. Und da haben wir alle Materialien für das Spiel. Dann gibt's die Toni. Opalerz bekommen. Oh, schön. Kann ich gleich weiterverarbeiten lassen. Bei deinem Vater. Hey, Brutus. Was geht ab? Was brauchen? Anliegen? Yumi, oder? Brutus ist hier. Erz von diesem Ort hat sehr gute Qualität. Auch gute Vielfalt. Vielleicht hat Yumi... Ja, wenn Yumi hat, bringen Brutus. Ist gut. Was? Okay, was ist diesmal? Materialstein. Ernsthaft, du wirst Materialstein haben? Ich dachte, es kommt sonst noch was. Okay. Erz verarbeiten. Gucken wir mal hier unten, ob hier noch was ist. Nee, okay, gehen wir jetzt hier einfach mal hoch, ne? Sehr gut. Opal habe ich ja gerade gekriegt. Fluorid. Silber. Bronze. Ich muss das alles aussprechen, was wir gerade machen. Das ist ganz wichtig. So, Materialstein natürlich. Kommt auch noch, mein Lieber. Schaffen wir das noch? Schnell hin und her rennen für Materialstein. Das könnte man schaffen, oder? Ich beeile mich mal. Ich muss auch nochmal in den Kühlschrank gucken. Vielleicht haben wir für den Kleinen auch noch gleich die Quests, die wir erledigen können. Boah, da bin ich ja gerade so voll in Questlöslaune. Und mir geht's gerade richtig gut, weil ich das Fenster geöffnet habe und schöne, kühle, frische Luft gerade zu mir rüberströmt. Und boah, wenn ich einatme, das ist gerade ein ganz anderes Gefühl. Oh, und es kommt gerade ein kühler Zug. Oh, so schön. Oh, und ich habe jetzt heute Chewie noch nicht gefragt. Oh Gott, ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ich mache gerade 10 Sachen auf einmal. Hey, Chewie, kannst du mal kurz helfen? Was denn? Ich habe keinen Bock. Ja, das würde Chewie vermutlich rüberrufen. Denn wie wir wissen, ist Chewie nicht das große Arbeitstier. Hey, Chewie, hallo? Er lässt sich schon nicht mehr ansprechen. War kein Bock auf das alles hat. Okay, und du? Ja. Und dann bitte noch einmal Blüte. Wo ist sie? Da. Hi. Ich muss nur aufpassen, dass es gerade nicht mein Zimmer reinregnet, weil es regnet gerade. Oh, großes Wunder. Es regnet irgendwie schon den ganzen Tag. Was ich gut finde. Ah, schön kühl. So. Alles klar. Ich bin gerade so ein bisschen im Zeitdruck, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Chewie, ich muss mit dir reden. Was? Verschwinde! Oh, es ist nicht ein schönes Gespräch, was zwischen uns gerade zustande kommt. Dass wir so übelst belappt werden. So. Ah, ganz viele Blumen. Blossom ist immer viel lieber, also Blüte. Danke für deine Hilfe. Oh, süß. Ich mag die beiden. Und das ist auch ihres. Aber nein, ich darf meine eigentliche Mission nicht aus dem Auge verlieren. Ich habe hier was zu erledigen. So. Hallo, mein Herzenslieber. Du arbeitest immer so hart. Das ist ein besserer Gegenstand. Na, hier, nimm das Beste vom Besten. Wow, das ging ja schnell. Du bist schon fündig geworden. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich weiter in Arsenal forschen. Ich weiß nicht, ob das als Danke ausreicht, aber bitte nimm es.
schon fette Punkte bei Lukas gesammelt. Ah, lila Stiefel doch schon 10 Stück. Okay, alles klar. Gut, guck mal jetzt nochmal. So, was brauchen wir nochmal? Materialstein und dann nochmal für den Kleinen gucken. Erstmal ablegen. Bleibst da. Guck mal, achso, weil das nicht alles verarbeitet werden kann. Hä? Deswegen. Du. Das mal auch weg. Hier wird verkauft und hier kommt auch mal weg, alle. So. Ich sammle hier gerade voll krass die ganzen Erze, hä? Also eigentlich ist es doch, geht's doch. Also ich war so schockiert wegen den Zoll, also wegen den Wänden und den ganzen Sachen, die man sich bei Doc machen kann. Aber jetzt mit dem Wissen, wie man jetzt so an Geld kommt und so, geht's eigentlich. Ist immer noch hart, aber es ist okay. So, was, warte mal, ich muss mal gucken, was der Kleine wollte. Anliegen. Bei Hunter könnte ich auch mal gucken, dass ich einfach bei Sandy Sturznahrung hole. Ich bin ja gerade voll krass. Brokkoli und Milch. Sehe was 6 Stück. Milch müsste gehen. Brokkoli muss ich mal gucken. Nicht ablegen. Nehmen. Nehmen. Entnehmen. Brokkoli. Oh, das klappt. Das klappt sogar sehr gut. So. Und Milch waren auch 6 Stücke. Ich nehme einfach mal 10. Ich habe gerade keine Ahnung. Und den Materialstein darf ich nicht vergessen. Entnehmen. Gut. Materialstein. Da. So. Sehr gut. Ich bin vor die Aufgabenlöserin gerade. Okay, und los geht's. Renne, 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 renne. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Ich hoff's. Ich schaff's nicht. Ich hab zu viel Zeit vor Plamboard, um mit den Mischeln zu reden, glaube ich. Nicht gut. Hallo Sonja, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich bin gerade voll auf dem Weg nach Vetania City. Was laber ich manchmal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder bleiben Sie bis um 6? Oh, bitte, bleib bis um 6. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, sie sind noch da. Oh Gott, die Geräuschkulisse manchmal von mir. Es tut mir so leid. So, ja, reden wir mal mit dir. Hey, komm und spiele mit mir. Ich hasse dieses Zeug, aber wenn es mich stärker macht. Ich möchte ein großer, starker Mann sein, wie mein Papa. Ich möchte noch etwas Muskelnahrung. Oh, wie dick. Und wenn ich nicht etwas möchte, besorgst du das auch besser. Okay, das ist nicht wie dick. Suche etwas nach dem Kleinen. Okay, gut. Stein bekommen. Wow, 5 Stück Stein. Das wollte ich schon immer haben. Was brauchen? Nein, eigentlich nicht. Lieber nicht. Nein, nein, nein. Anliegen. Danke. Sage es Pudus, wenn Jumels Erze hat, sie verarbeitet werden müssen. Wenn Pudus mehr Erz braucht, fragt er wieder Jumel. Ist es gut? Ja, natürlich. Ist alles okay. Achso, kann ich jetzt gleich wieder verarbeiten? Haben wir gleich wieder was gegeben, was ich verarbeiten kann? Das wäre ja lustig da. Ah, Tatsache. Gleich zweimal. Sehr schön. Sonst habe ich natürlich schon nichts mehr, ne? Nee. Gut. Jetzt schauen wir mit ihr. Die Insekten werden mehr. Zu meiner großen Verärgerung. Wird das Wetter etwa wärmer? Natürlich, es wird ja auch Sommer, meine Liebe. Okay. Eigentlich auch schick, ne? Wobei, es rosa Jumper-Kleid. Jumpt man damit, okay. Ah, das finde ich, wie gesagt, schick. Das Tarn, die Tarnkleidung für Mädchen. Bei dir so? Wow, das ist ein seltenes Erz, was du da hast. Anscheinend habe ich irgendwie seltenes Erz bei mir. Das macht ihn ganz verrückt. Gut. Na, 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 na. Oh, hallo. Ah, ich bin so froh, dass du Freundschaft mit Sonja geschlossen hast. Ich auch. Ich auch. Wobei Sonja nicht so viel redet mit uns. Sie ist immer eher so ein bisschen schockiert, wenn wir sie ansprechen.
Das ist sehr schade für ihn. Und ihr arbeitet ja immer noch. Ihr seid ja fleißig. Da helfe ich euch mal ein bisschen. Ich habe mit Twill jetzt mal ein bisschen mehr Freundschaftspunkte. Es wäre schon gut, wenn er mal gießen könnte. Das würde mir unheimlich weiterhelfen. Unheimlich. So. Hier auch noch ein bisschen. So, ich gucke auch gleich nochmal bei anderen Anliegen. Ich habe heute relativ viele Anliegen geschafft und habe mich auch so weit nach vorne katapultiert. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ein Anliegen an Sympathie bringt. Waren es 5% oder waren es 1% oder wie war das? Ich weiß, dass der Geburtstag auch sehr viel bringt und das Anliegen halt. Neben den täglichen Grüßen. Ich mag die Nachtmusik übrigens sehr. So. Und fertig. Alles klar. Gut, nochmal nach oben gucken, ob sie da jetzt weitergekommen sind. Ich wollte gerade übrigens den Kompost abwählen. Geht das irgendwie? Wie sieht's hier aus? Ja, ganz gut. Noch ein bisschen nachhelfen. Aber Tui macht seine Sache wirklich nicht ganz so schlecht. Alles hat auch nicht allzu viel zu gießen. Ja. Okay, Sonja? Achso, hier war gerade Wasser. Was für ein schönes Wetter heute. Boah, ich bin hier voll dabei, mich zu integrieren. Das ist total lustig. Okay. Auf ins Bett. Nur noch verkaufen. Oh, ich glaube, Sam ist nicht mal da. Das mache ich dann besser morgen. Und nochmal die Anliegen ein bisschen checken. Das machen wir bis jetzt gleich auch nochmal. Sonjas Strauß. Muss ich mal gucken. Das dürfte ich vielleicht haben. Muss ich mal gucken. Habe ich eine Margarite und rosa Stichgedoschen? Da könnte ich mich nämlich auch gleich darum noch mit kümmern. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh. Margarite und rosa Stiefmütterchen. Margarite habe ich. Und rosa Stiefmütterchen. Na, was für ein Zufall. Ich nehme mal hier bei einem Batzen mit. So. Gut, können wir uns auf jeden Fall auch um dieses Anliegen kümmern, was ich sehr gut finde. Ich muss noch ein bisschen ablegen. Ich habe ja hier, den kann ich verkaufen. Das hier kann ich ablegen. Die ganzen Erze erstmal wieder. So. Materialstein brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Nein, auch nicht so. Okay, so weit dazu. Gut, gehen wir erstmal schlafen noch. Okay, dann sage ich auch langsam. Außer es kommt eine Sequenz. Oh. Jimmy hätte irgendein Problem. Da ist Jimmy? Okay, ich habe hier auf seinen Namen geachtet. Shame on me. Wuff, wuff, wuff. Was gibt's denn, kleiner Kyoto? Weizensamen mal wieder. Danke. Okay, dann sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir jetzt bild. Ha, bis Moon und das Loch in der Tal. Bye.